So, hallo zu einem neuen Video. Wir sind fast in Eugin. Tatsächlich befinden wir uns hier gerade bei einer Tankstelle, denn in Kuba ist gerade relativ schwierig mit Sprit. Und immer, wenn man die Möglichkeit hat zu tanken, dann sollte man es auch wahrnehmen. Demzufolge sind wir jetzt also gerade hier und gucken, ob es hier Benzin gibt. So, das dauert hier gerade noch ein bisschen. Hier ist gerade eine Warteschlange, aber es lohnt sich, denn wir haben gestern eine Contra Maestre wohl für 90 Peso den Liter getankt. Es war relativ teuer gestern, sehr, sehr teuer. Hier heute 20. Naja, also 20 Peso gegenüber 90 Peso ist auf jeden Fall ein Unterschied. Deswegen, unser Tank ist hier zwar voll, aber wir machen hier jetzt noch, wir tanken einerseits nach und andererseits machen wir dann auch noch einen Tank voll. Also ein extra Tank. So, da sind wir jetzt in Eugin. Hier vorne mit Dani und wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Denn es ist jetzt 9:30 Uhr. Genau, also mal gucken, was wir so finden. Wir haben es 11:30 Uhr. Wir haben gerade schon so halbwegs Mittag gegessen. Das war jetzt kein Frühstück, kein Mittag, sowas dazwischen. Genau, das war erstmal das Essen für heute. Und nachher sind wir noch bei Danny zu Hause eingeladen. Eigentlich haben wir gar keinen Hunger, aber man musste etwas zu essen bestellen, um hier diesen Trichter zu bekommen. Haben wir das kleinste Gericht bestellt und der Trichter ist halt inkludiert. Also Bier gibt es hier mehr als genug. Wir hatten jetzt zwei von diesen Trichtern. Das hat jetzt insgesamt 2500 Peso gekostet zusammen. Also tatsächlich weitaus ökonomischer, als wenn man die Biere einzeln gekauft hätte. Was mir jetzt schon allerdings in Eugin auffällt, ist, dass wir wurden 4-5 Mal schon angesprochen, wegen Spenden oder ähnliches. Und das halt auch schon so sehr direkt, ne? Also auch mit Anfassen und so weiter. Das ist jetzt nicht so schön. Ne? Also Fragen, ja, ne? Also ich kann es verstehen, aber dass man denn schon so weit geht und da dann halt ja jemanden direkt entsprechend berührt, also das finde ich nicht so gut, kann ich auch irgendwo verstehen, keine Frage, ne? Aber weil letztendlich, man ist halt so an der Grenze.
oder hat die Grenze schon überschritten und braucht das halt letztendlich, also die Zuwendung eines Touristen oder einer Person, die halt entsprechend Geld bringt, besser gesagt. Und von daher ist es nachvollziehbar, aber persönlich für mich, und ich denke mal, so würde es halt jedem gehen, ist das halt eine Sache, die ist nicht so schön. Ja, weil da halt so diese persönliche Grenze überschritten wird. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein paar Mal passiert. Aber gut, ich hoffe mal, das wird jetzt zweitlos eine Ausnahme, zumindest in der Häufigkeit, weil wir jetzt hier gerade in einem Ort sind, mehr oder weniger, wo das schon öfter vorkommen kann. Hier sind relativ viele Touristen und von daher ist das durchaus möglich. Ausruhen und dann geht es nachher zu Danny nach Hause. Ja, das ist die Unterkunft. Wir waren vorhin schon kurz hier und haben die Sachen hingestellt. Jetzt habe ich die Unterkunft vorhin gar nicht gezeigt, deswegen mache ich das mal eben. Also Fernsehen, Klimaanlage, ein relativ großes Bett, eine Minibar, extra noch ein Ventilator, Spiegel und dann hier entsprechend das Badezimmer. Alles sehr schick. Warmes Wasser gibt es auch. Und das für gerade mal 20 Euro. Nicht fehlen hier bei der Tour. Ja, wir sind mit Auto hochgefahren, ich will euch nicht anlügen, denn Danny wohnt hier in der Nähe, also quasi auf halbem Weg nach oben und deswegen ja, sind wir mit Auto her, ist schon spät und wir essen gleich bei ihm. Ja, sieht mich an. So, wobei ich sagen muss, ich war wahrscheinlich noch derjenige, der am ehesten hochgegangen wäre, die anderen wollten nicht. Aber gut, ich bin hier schon mal hoch. Und ich kenne das hier. Ja, nee, ansonsten, man hat hier eine super Übersicht. Ich habe übrigens ein Mikro von Danny gerade ausgeliehen, weil meins haben wir haben wir tatsächlich nicht dabei. Beziehungsweise wir haben zwar ein Mikro dabei, allerdings nicht den Empfänger. Ist irgendwie auf der Reise verloren gegangen. So ist es halt. So ist es halt ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem ganz gut. Deswegen halte ich das Mikro relativ nah am Mund dran, aber. Genau, nee, ansonsten super Übersicht, super Überblick und ich zeige euch mal jetzt mal ein paar Eindrücke.